Der Berg Ararat, Symbol Armeniens. Der Überlieferung nach soll hier die Arche Noah gelandet sein. Seit über 3000 Jahren lebt das Volk der Armenier auf dem rauen Hochland zwischen Schwarzem und Kaspischem Meer. Konstantinopel. Um 1900 zählte die Stadt fast 1 Million Einwohner, darunter 150.000 Armenier. Im ganzen Osmanischen Reich lebten mehr als 2 Millionen Armenier. Die größte nicht-islamische Volksgruppe im Vielvölkerstaat hatte oft genauso zu leiden gehabt wie kleinere nationale Minderheiten. Es gab kaum ein Dorf, wo nicht eine oder mehrere Armenierfamilien siedelten. Die meisten waren Handwerker, Händler, arme Bauern oder Hirten. Trotz der Zersplitterung bewahrten sie sich ihre nationale Identität und ihren christlichen Glauben. Seit dem Jahre 301 war das Christentum Staatsreligion für eines der ältesten Kulturvölker. Bereits unter der Herrschaft von Sultan Abdulhamid kam es immer wieder zu Auseinandersetzungen und Massakern an Armeniern. Sie forderten in den Jahren 1885-86 über 300.000 Opfer. Auch die jungtürkische Revolution von 1908 brachte kein Ende der Übergriffe. Einem Blutbad in der Provinz Kilikien fielen 1909 über 30.000 Armenier zum Opfer. Kommen wir auf die Ereignisse des Jahres 1915 zu sprechen. Können Sie kurz beschreiben, wie diese Aktion vor sich ging? Der türkische Völkermord an den Armeniern, der verschiedentlich als erster systematischer Völkermord des 20. Jahrhunderts beziehungsweise als moderner Völkermord bezeichnet wurde, ging es so aus, dass zuerst wurden armenische Intellektuelle und politische Führung und wehrfähige armenische Bevölkerung, männliche Bevölkerung, vernichtet. Dann wurden die Armenier aus ihren Wohnorten karawanenweise in Richtung Mesopotamien und syrische Wüste getrieben. Absichtlich waren diese Strecken also sehr lang strapaziös veranstaltet, damit die Deportierten unterwegs durch solche Hunger umkommen. Dazu muss gesagt werden, dass die türkische Regierung hatte kurdische Banden bewaffnet bzw. Türkische Verbrecher von den Gefängnissen befreit, bewaffnet und diese Organisation Teşkilat-ı Mahsusiye gegründet, die soll heißen spezielle Organisation, genau auch wie in Deutschland später vorkam, SS. Die hatten die Aufgabe, diese Karawanen unterwegs zu berauben und zu töten. Also wer, welche Karawane bzw. Armenier, der diese strapaziöse, lange Märsche überlebt hatte, dann kam in Konzentrationslager von Deir el-Zor. Dort wurde dann erneut erschlagen und getötet. Jubel bei Kriegsausbruch 1914. Doch das Osmanische Reich befand sich politisch in einer kritischen Lage. Überall im Herrschaftsbereich der Hohen Pforte herrschte Unruhe. Überall formierte sich Widerstand gegen die türkische Unterdrückung. Verheerende Niederlagen an der türkisch-russischen Front verschärften die Lage. Die Armenierfrage wurde jetzt ganz akut, weil der türkische Staat nach Ausbruch des Ersten Weltkrieges verhindern wollte, dass der russische Gegner die unzufriedenen Armenier für seine Ziele in Anspruch nahm. Eine nationale Minderheit geriet in dieser Situation in tragischer Weise zwischen die Fronten. Eine nationale Propagandawelle des Rassenhasses richtete sich gegen die Armenier. Am 24. April 1915 setzte in Konstantinopel und in der Provinz eine Verhaftungswelle ein, begannen Massaker, wurden Armenier überfallen, beraubt und erschlagen. Die Weltöffentlichkeit nahm davon kaum Notiz. Die mitteleuropäischen Kriegsschauplätze des Ersten Weltkrieges beanspruchten ihre Aufmerksamkeit. Welche
Augenzeugenberichte, welche authentischen Materialien gibt es aus der Zeit von 1915? Die wichtigsten Quellen stammen natürlich aus Deutschland. Damals, weil Kaiserreich Deutschland verbündete der Türkei war, es waren viele Deutschen, die als Militärberater, als Diplomaten, als Lehrer, Ingenieure und so weiter in der Türkei tätig waren. Und im Vergleich zu Franzosen, Amerikanern und auch Engländer durften sie überall hin. Und ihre Berichte sind sozusagen die wichtigsten Quellen für diesen Völkermord. Eine der wichtigsten Augenzeugen der Hungersterben der armenischen Deportierten in Mesopotamien und Syrische Wüste war Schriftsteller Armin T. Wegner. Er ist 1915 in der Türkei gelangt als Sanitätsoffizier, wo er nicht nur diese deportierte Armenier, diese Elendslager der deportierten Armenier aufgenommen hatte, sondern zum Tode gequälte und bestialisch erschlagene Armenier. Armin T. Wegner, der später als Reiseschriftsteller bekannt wurde, kam am 1. April 1915 mit einer deutschen Sanitätsmission nach Konstantinopel. Aufgrund des deutsch-türkischen Bündnisvertrages war das kaiserliche Deutschland verpflichtet, im Falle des Kriegseintritts der Türkei Beistand zu leisten. Als freiwilliger Krankenpfleger war Wegner teils bei Transporten türkischer Verwundeter tätig, teils unterwegs als Sektionsführer eines deutschen Feldlazaretts. Im Jahre 1915 wurde Wegner Augenzeuge des Völkermords an den Armeniern. Er hat fotografiert, er hat Aufzeichnungen gemacht. Was können Sie dazu sagen? Ja, Augenzeuge der Ermordung wäre vielleicht übertrieben zu sagen. Er hat die Zustände in den Lagern wahrgenommen, auf der Hinreise zum Beispiel schon, und später die Folgen der Deportation und hat Berichte über das Gemetzel notiert und versucht, bekannt zu geben. Nun hat er nicht nur fotografiert, wie auch später, sondern er hat Tagebücher geführt. Solche Tagebücher sind im Nachlass überliefert. Sie enthalten ziemlich schwer leserliche Aufzeichnungen, auch zwischendrin türkische oder arabische Vokabeln. Sie haben ja so ein solches Beispiel. Sie sind deutlich beschriftet. Kriegstagebuch, fünfte Fortsetzung, begonnen Bagdad den 1. September 1916. Erhalten haben sich die Kopierbücher seiner Briefe, die er an Freunde nach Deutschland gerichtet hat. Das war ziemlich riskant und ist ihm dann ja auch später zum Verhängnis geworden. Das heißt, hat zu seiner Entlassung beigetragen. Aus diesen Briefen hat er dann diesen Band komponiert, Der Weg ohne Heimkehr, ein Martyrium in Briefen, der in zwei Auflagen nach Kriegsende freilich erst, nach Aufhebung der Zensur erscheinen konnte. Wie hat er sich später zur Armenierfrage geäußert? Hat er sich mit dem Thema weiter beschäftigt? Ja, eigentlich sein Leben lang. Er hat, nachdem die Zensur aufgehoben worden war, Vorträge darüber gehalten. Er hat flammende Aufrufe publiziert, etwa den Brief an den Präsidenten Wilson, aber auch andere. Wir haben auch davon die Manuskripte im Nachlass. Hier könnte ich Ihnen ein Manuskript mit handschriftlichen Korrekturen zeigen. Der Schrei vom Ararat. Er hat in Büchern und Zeitschriftenbeiträgen sein Leben lang darauf hingewiesen und ist dann auch entsprechend eine von den vertriebenen Armeniern hoch verehrte Figur geworden. Im Deutschen Literaturarchiv in Marbach befindet sich der Nachlass von Armin T. Wegner. Darunter auch die einmaligen Zeitdokumente seines Türkeiaufenthaltes. Die Aufnahmen aus dem Jahre 1915 erfolgt mit Hilfe von Glasplatten im Format 9x12 cm. Später fertigte Wegner davon Diapositive für seine öffentlichen Vorträge. Die fotografischen Aufnahmen Wegners, wie auch der gesamte literarische Nachlass, werden im Deutschen Literaturarchiv ausgewertet und wissenschaftlich betreut. Trotz des strengen türkischen Verbots, die deportierten Armenier zu fotografieren, bereiste Wegner die Lager in Meskene und Aleppo, fotografierte dort
und schmuggelte die Aufnahmen nach Konstantinopel. Nach Aufhebung der deutschen Zensur veröffentlichte der evangelische Pfarrer und Missionar Dr. Johannes Lepsius 1919 unter dem Titel »Der Todesgang des armenischen Volkes« eine Sammlung von Augenzeugenberichten. Ich sah eine arme Kleine, die länger als eine Woche barfuß marschiert und nur mit einer zerfetzten Schürze bekleidet war. Sie zitterte vor Kälte und Hunger und die Knochen standen ihr buchstäblich aus dem Leibe. Ein Dutzend Kinder musste auf dem Wege liegen bleiben, da sie nicht weiter marschieren konnten. Ob sie vor Hunger gestorben sind? Wahrscheinlich. Ich sah, wie eine junge Frau hinsank. Der Sabti gab ihr 2, 3 Schläge und sie stand mühsam wieder auf. Vor ihr ging ihr Mann mit einem Kind auf dem Arm. Ein wenig weiter stolperte eine Alte und fiel in den Schmutz. Der Gendarm stieß sie mit seinem Knüttel. Sie rührte sich nicht. Dann gab er ihr 2 oder 3 Fußtritte. Sie rührte sich nicht. Opfergang einer christlichen Minderheit in einem vorwiegend islamischen Staat. Die Deportation der Armenier weit weg vom russischen Einfluss in die Abgelegenheit der syrischen Wüste hinterließ eine Spur von Sterbenden und Toten. Unser Trupp zählte 400 bis 500 Personen. 15 Gendarmen begleiteten uns. Wir waren kaum 2 Stunden von der Stadt entfernt, als Banden von Dorfbewohnern und Banditen uns auf der Straße umzingelten und alles dessen beraubten, was wir mit uns hatten. Die Gendarmen selbst nahmen mein Geld, dazu alle unsere Nahrungsmittel. Darauf trennten sie die Männer von uns. Im Verlauf von 7 bis 8 Tagen töteten sie einen nach dem anderen. Keine männliche Person über 15 Jahre blieb übrig. Die Türken argumentieren heute mit damals kriegsbedingter nationaler Notwendigkeit, die Armenier in die Verbannung zu schicken. Die Nachfahren der Opfer sprechen von einem staatlich verordneten Völkermord ohne Rücksicht auf Alter und Geschlecht. Wir fanden viele von denen, die in den früheren Trupps fortgeführt worden waren. Unter den Getöteten lagen einige Frauen bei ihren Männern und Söhnen. Auch alten Leuten und Kindern begegneten wir, die noch am Leben waren, aber im jammervollen Zustande. Von vielem Weinen hatten sie die Stimme verloren. Wir durften nachts nicht in den Dörfern schlafen, sondern mussten uns außerhalb auf der bloßen Erde niederlegen. Viele starben vor Hunger, andere blieben am Wegrand liegen, zu schwach, um weitergehen zu können. Die Zahl der Toten blieb unbekannt. Dem Terror und religiösen Rassenhass vor 70 Jahren fielen 800.000, vielleicht sogar 1,5 Millionen Armenier zum Opfer. Todesmarsch in die Wüste. Das Verschickungsziel ist das Nichts, soll der damalige Innenminister Talaat Pascha gesagt haben. Eine abschließende Frage: Wie stellen Sie sich die Zukunft Armeniens vor, des armenischen Volkes? Also sehr hoffnungsvoll. Die Armenier sind ein altes Volk. Sie haben vieles durchgemacht, viele Eroberer haben wir gesehen. Wir haben viele grausame Eroberer überlebt. Wir haben Römer gesehen, wir haben Mongolen, türkische Osmanen und Zaren. Wie gesagt, Armenier sind ein geschichtsbewusstes Volk und sie wissen ganz und gut genau, dass die Geschichte das Wort ewig nicht kennt.